Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Let's Build Together gemeinsam mit der Tibra. Hallo Anduin, hallo. Hallo, grüß euch. Ja, wir sind genau dort, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Es war nur für uns nur ein kurzer Cut und machen auch gleich da weiter. Genau. Ich designe gerade immer noch die Säulen fürs Untergeschoss, aber ich glaube, jetzt habe ich es dann. Beziehungsweise wegen der Beleuchtung. Merke ich noch. Ja, ich bin mittlerweile bei der Dachkonstruktion vom Turm angelangt. Werde es so wie immer bei dem Gebäude vom Stil her ähnlich halten wie der Rest, sodass das immer zusammenpasst, dass das einheitlich wirkt. Aber nachdem es der größere Turm halt von allen ist am Gebäude, wieder von der Dachkonstruktion her sicher besser, ja, noch mit noch mehr Volumen oder so ausgeführt als wie bei den kleinen Türmen. Höheres Dach wird es werden, vielleicht auch mit irgendwelchen Verschneidungen oder so, muss ich nur schauen. Ja, und ich baue überall Beleuchtungen. Ich weiß jetzt, wie ich meine Säulen mache. Dann, jo. Merke ich jetzt, zuerst wird der ganze Raum abgestützt quasi, dann eingeteilt für die Koppeln. Mal schauen, wie weit ich komme. Jetzt wissen wir, geht. Auf jeden Fall nicht. Wenn man so konzentriert dahin baut, irgendwie verliert man die Worte. Schweigt sich aus. Ja, und das Minecraft ist einfach so beruhigend. Das ist Und allerdings. teilweise tut es ja fast zu wenig, muss man sagen, überhaupt in so Bau-Session. Also im Let's Play wird das dann auch wieder anders, weil da haben wir natürlich ja die Monster und alles und wir verwenden ja auch die Nachtstunden für die Aufnahmen. Ja, da lassen wir nichts aus. Aber bei dem Kreativbauen ertappe ich mich dabei, dass ich ab und zu vergisst, dass ja eigentlich das Ganze aufgenommen wird und man ein bisschen was zumindest erzählen sollte, Ein bisschen was damit man nicht kommentieren, nur gell? sieht, wie da das Blöckchenhaus entsteht. Oder vielleicht einmal das eine oder andere erklärt. Ja. So. Gut, das hätten wir. Und Ich wieder am Schweigen. schauen wir mal, wie wir da weitermachen. Schon sehr gespannt. Ich habe ja auch vor, das Ganze, was wir hier unten farmen an Fleisch, weil das ja alles koppeln werden. Das ja dann auch automatisch eingebunden wird in das Lagersystem. Ja, genau. Ja. Also Tibra baut hier erstes Kleines Lagersystem auf. Lagersystem. Ja. Es wird halt eingebunden in das schon vorhandene. Aber Genau. ja.
Glaube, die Säulen kann man lassen. Sehr schön. Überleg jetzt nur. Muss ich den Rand mal abzielen? Halt. So, 3, 4. Eben. Durchlaufen auf jeden Fall. Ach, das machen wir ganz anders. Meine Dänteln brauchen den Käse. Da sollen 5 dazwischen sein. So, ich bin jetzt gerade dabei, dass ich den Grundriss einmal für die Dachkonstruktion aufbaue. Gefällt mir noch nicht ganz. Kein gefällt mir. Ja, genau. Noch kein gefällt mir. Ach, das stimmt ja Kein gar Daumen hoch. nicht. 1, 3, 4, 5. Zack, zack. Hier würde dann wieder eine Säule entstehen. Yes. Eins, zwei, drei. Und da glaube ich, dann werden wir. So. Das könnte stimmen. Okay. Wir bauen jetzt eine Säule auf und dann wird sie vervielfältigt. Dann haben wir was richtig gemacht. Naja, bitte. Gell? Der Ansatz, etwas richtig abzuzählen, ist da. Na, das wird, na, das springt zu weit vor. Das können wir nicht machen. Was sind wir jetzt zu rund? So weit runter geht. Ja, genau. Das machen wir anders. Und zwar 3, 4, 5. Jetzt 3, quasi 4, ein 5. Säulengang. Okay. Ich habe ein Problem. Muss von der Decke eins runter. Ich habe nicht überall Glowstones drin und die muss ich irgendwie abdecken, dass die nicht reinleuchten. Kreuz und quer. Ach, ich Esel. Kenne mich nicht aus jetzt, was du Ja, ich habe meinst. an der Decke im Tiefgeschoss die Glowstones vom Obergeschoss. Hier ein bisschen querfeld einleuchten, wenn ich mein. Ja, dann ziehst du halt eine Decke ein, oder du magst das einfach mit Halbblöcken. Könntest probieren, dann schimmert es nur mehr durch. Dann ziehe ich die Decke aber in Sandstein oder roten Sandstein ein. Passt, weil dann heben sich meine Säulen, die im Cobblestone im Grau gemacht habe, wieder ab. Ja, das passt, das geht. Gute Idee. Mag nämlich jetzt keinen Reis. Ich habe schon 5 gebaut.
Verzählt. 3, 4. So, jetzt stimmt's. Jupp. Wenn ich da mal so. Da stimmt ja was nicht. Ja, sag mal. Ach, da ist ja gar nichts. Einfach ein Hinsetzen und das schimmert dann durch. Bin richtig. Oh, dann bauen wir mal roter Sandstein, Halbblock. Ja, damit. Nicht. Hoch oder nicht? Voilà, da gehört noch ein anderer. Wie die Sau. Ganz andere Idee. Decke, denke ich, kommt zum Schluss. Ich habe noch eine Gestaltungsidee. Füllen wir das da aus mit dem Brickblock. Wenn man da nicht durch aufsieht. Ja, das könnte was werden. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Das ist sehr schön. Ja, so geht es. Und trotzdem mache ich jetzt einfach mal Säulen. Hier sehe auch dazu brauche ich noch mal meine wunderschöne rosa Wolle. Höschen 5 dazwischen. Das ist hinfällig, die Dame-Zieler. Alles So, zu eng. gut. Das hätten wir. Jetzt schauen wir sich dann noch mal kurz an. Auch gleich ab. Jetzt noch schnell in der Hoffnung, dass das dann passt. Weil war schon den ersten Eindruck, wie das hier werden könnte. So. Übersetzen würde. Oh Gott. Ja, auch am Gang drauf und das Ganze sich einteilen lassen. Aber dann wird das rundherum super. Braucht man den da? Ah, ich mach mal. Den braucht man.
Oh. Ja, kopieren. Hier. Ich spreche laut mit mir. Oh. Dass die steht 1, 2 außerhalb vom Mikrofon. Ja, wo kommen die hinten? Position. War zu wenig. So, jetzt setzen wir das da noch. Ja. Decke muss ja mitgehen. Position. Da. Position. Copy. Liebe diesen Befehl. Wirklich. Ja, Alles spart klar. einem einiges an Arbeit. Da herstellen und dann schreibe ich. Ist. Oh, schön. Ist. Was so unmotiviert dann durch die Gegend steht, muss man dann wegnehmen. Oh, Steht etwas unmotiviert durch die Gegend. nein. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt habe ich was falsch gemacht. Haha. So 3, 4, da sind nur 4 frei. Okay, es gibt einen schönen Befehl Undo. Passt's wieder, ne? Genau. Alle drei rechnen. Paste. Wir schon. Wir haben den Abstand. Müsste jetzt. So, ich probiere da gerade ein bisschen herum, wie wir das halbwegs hinbringen. Und wenn ich da jetzt noch mal einfüge von hier. Schaut nicht wirklich gut aus. Na, gar nichts, wie wenn das. Ups. Bin, aber das müsste jetzt passen. So machen. Glaub mal. Gut aus. So wird sich das am besten eignen, oder? Oder? Was denn? Oder ich rede mit mir. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es sind 5 dazwischen. Und
Ja, 15. Passt. Ich hab den Dreh raus. Na, bitte. Eins, zwei, fünf. Ist in der Luft. Und die letzte Säule beim ersten Rundgang, bevor ich die jetzt eins, so, das sieht man. passt. Übrigens, Schnickschnack nehme ich noch weg. Oh. Den war geplant. Und jetzt finster. So freut. Aber wir müssen uns eh noch was überlegen wegen der Beleuchtung. Gut. Wir haben es wieder geschafft mit dieser Folge. Ja, wir haben Wie eine weit Folge bist durch. du mit deinem Dach? Du, es geht voran. Du halt ein bisschen, nachdem es im Detail halt ein bisschen anders aufgebaut als wie die vom Turm. Okay. Aber ja, es ist einiges entstanden. Bringe gerade ein paar Verzierungen an. Und dann ist der Dachsockel einmal soweit fertig. Und in der nächsten Folge gehen wir dann an den Dachbau Okay. vom Turm. Und dann wären wir auch fertig mit dem Gebäude. Also von meiner Seite. Ich glaube, wird sie ziemlich decken mit dem, dass du unten fertig bist. Nein, ich werde nicht so schnell fertig mit Nein, ich dem, was brauche auch ich noch. vorhabe. Also bei mir, das dauert schon noch ein bisschen. So, ja, gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Abo, liken, weiterempfehlen. Und natürlich auf alle Fälle beim nächsten Mal wieder aufdrehen, wenn wir da in Minecraft an unserem Serverlobby-Warenlager einen Schlussstrich ziehen können. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.